Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void mit der Hauptkampagne heute. Denn beim letzten Mal haben wir den Prolog abgeschlossen und heute ist der Release-Tag von der vom Hauptspiel Legacy of the Void und da klicken wir jetzt auch mal direkt drauf, denn das können wir jetzt spielen. Weit über zergverseuchten Urwäldern von Ajur hat der junge Hierarch der Vereinigten Protoss Atanis die Goldene Armada versammelt, um die alte Heimat seines Volkes zurückzuerobern. Während die Templer zum Krieg rüsten, führt eine kleine Gruppe von Kriegern ein verzweifeltes Gefecht, um einen Brückenkopf in den Ruinen der Planetoberfläche zu bilden. Okay, wir können die neue Kampagne starten. Da geht noch nicht mehr, aber wir können hier auf Brutal gehen natürlich und zack, dann geht's los. Der Schwarm zerstörte unsere Welt. Unser stolzes Volk musste fliehen. Und doch konnten sie unser Band nicht zerreißen. Denn uns verbindet die Kala, die heilige Einheit eines jeden Gedanken und Gefühls. Für die Galaxie zeichnet sich ein großes Unheil ab. Der dunkle Gott Amon ist zurückgekehrt. Angetrieben durch Zeratuls Prophezeiungen haben sich Kerrigan und ihr Schwarm daran gemacht, Amons hybriden Streitkräfte zu vernichten, um so das bevorstehende Verderben abzuwenden. Nun, da die Bedrohung durch die Zerg-Königin nicht mehr besteht, hat der Protoss-Hierarch Atanis eine gewaltige Invasionsflotte zusammengestellt und die Welt der dunklen Templer Shakuras verlassen. Mit der Rückeroberung ihrer verlorenen Heimatswelt Ajur will er den einstigen Ruhm der Protoss wiederherstellen. Stehen wir unserer Bestimmung gegenüber.
Denn heute fordern wir unser Geburtsrecht zurück. Heute fordern wir zurück, was uns gestohlen wurde, und befreien unsere Heimat. Und möge uns das Licht der Kana leiten. Die Invasionsflotte steht bereit. Wir warten nur auf euren Befehl, Hierarch. Ihr müsst diese Invasion sofort rampen. Terratul! Templer! Ergreift diesen Verräter! Nein! Nein! Wir werden ihn anhören. Der letzte Krieg steht bevor. Amon, der Gefallene, ist zurückgekehrt. Diesem Ketzer kann man nicht trauen. Diese Invasion darf uns nicht von unserem wahren Kampf ablenken. Amons Zorn wird die gesamte Galaxie verschlingen. Vergesst niemals, er ist verantwortlich für den Untergang Ajurs. Und das lastet schwer auf meinen Schultern. Artanis, ich habe einen Weg gefunden, der drohenden Dunkelheit zu trotzen. Ihr müsst mir glauben. Wir haben viel gemeinsam durchgestanden, Terratul. Doch es wurden unzählige Opfer erbracht, um diesen Augenblick herbeizuführen. Exekutorin, beginnt die Invasion! Das Warp-Netzwerk von Kerisan vor. Ausgezeichnet, Celendis. Sobald die Warp-Verbindungen von den Verseuchungen gesäubert wurden, werden unsere Streitkräfte überall auf Ajur zuschlagen. Die Templer erwarten eure Befehle, Hierarch. Okay, und wir können scheinbar dieser Hierarch sein gerade. Sehr schön. Hier also ein Mutterschiff, die Purifier. Einige Kanonen. Zieht in den Kampf und erobert eure Heimat. Die greifen hier alle schon an, dann machen wir das jetzt auch mal. So, die Immortal sollen hier erstmal schweren Strukturen fokussen. Zack. Diesmal haben wir auch die richtigen Immortals hier mit der Barriere aus Legacy of the Void. Oh, Kolosse. Ich sende euch einige Kolosse zur Unterstützung. Setzt sie mit Bedacht ein, Artanis. Haben wir hier einen furiosen Beginn hier mit so vielen Einheiten direkt? Bin ja gar nicht gewöhnt. Normalerweise hat man am Anfang ja immer so Heldenmissionen. Das war ja cool. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Auch vorhin gerade eben schon die Cutscenes. Weil die erste kannte man ja schon. So. Jetzt sind wir schon stark in der Nähe. Ach, jetzt müssen wir über so eine Brücke gehen. Okay. Hier befindet sich ein Schwarmcluster. Ihr solltet ihn zerstören, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. So, wir wollen mit allem angreifen, deshalb müssen gerade mal die Stalker sich vorblinken. Stören sie die Schwarmstücke der Zerg? Konnten wir hier auch hin? Nö. Okay. So, erster Schwarmstock zerstört. Nun lasst uns die Warp-Verbindung zurückerobern. Ich will schon alle Bonusziele schaffen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir müssen sowieso drei Warp-Verbindungen befreien. Das heißt, es wird nicht zu Ende sein, wenn wir die ersten hier geschlagen haben. So, die Immortals sollen sich mal hier auf die Strukturen konzentrieren. Und wir bleiben immer zusammen hier. So, wir haben jetzt keine Zealots mehr für die erste Reihe. Das ist so cool, wie die hier zwischendurch durchfliegen, die Einheiten.
Zylendis, die Warp-Verbindung ist das denn? Schickt Verstärkung. Kann man das angreifen? Das ist nämlich auf der Karte markiert. Das machen wir mal gerade noch. Diese Mineralien kann ich nicht gebrauchen, ne? Aber... bringt das was? Splitterte Zerg. Hat man jetzt nicht so erkannt. Aber gut, wir haben eine Warp-Verbindung schon mal gerettet. Ja, dann gehen wir jetzt mal weiter voran. Da über die Brücke vermutlich. Sendet natürlich hier zuerst. Als erste Reihe. Artanis, in der Umgebung befinden sich noch mehr Schwachstücke. Da leider Banelinge drin. Ihre Zerstörung würde den Zerg einen vernichtenden Schlag versetzen. Ah, da ist nochmal eine Brutstätte. Das heißt, wir müssen zwar mehr Einheiten nochmal angreifen gerade, aber wir wollen schon hier die Bonusziele erreichen, natürlich. Ein Schwammstock. Vernichtet ihn. In den Kampf! So, sehr schön. Nummer 2 zerstört. Weiter, Brüder. Und da bekommen wir auch immer eine leichte Belohnung hierfür mit neuen Einheiten. So, sammeln wir auch mit ein. Oh, hier kämpfen sogar schon andere. Oh, hier helfen wir doch mal. Milan. Danke für eure Hilfe, Hierarch. Wenn ihr erlaubt, werden wir uns euch anschließen. Aber sicher erlauben wir. Was ist da? Das ist eine Warp-Verbindung. Gut, gehen wir erstmal hier runter. Okay, hier brauchen wir auch mal wieder neue Einheiten, meine Güte. Aber man kann hier schön noch alles mit A-Klick, beziehungsweise in meinem Fall hier T-Klick, erledigen, ohne großartig zielen zu müssen. Aber es ist schon ein epischer Beginn hier, das muss man sagen. So, wir gehen hier mit den Mordels direkt auf den Nidus-Wurm, damit da nicht unendlich viele neue rauskommen. Die Stalker müssen hier die Flugeinheiten zurückgewinnen. So, Warp-Verbindung 2 steht. Z-Matrix-Signal bestätigt. Verstärkung wird an eurer Position herangewarpt. So, dann gehen wir jetzt mit der Verstärkung hier oben hin. Warten wir eben noch einen Moment, bis sie da ist. Gut, wir müssen hier gleich sowieso wieder runter. Aber wir wollen natürlich hier die Brutstätte hier, beziehungsweise den Schwarmstock sogar auch noch schlagen. Möge die Kala unsere Klingen leiten. Kolossale Zerstörung haben wir bekommen als Achievement. Ein weiterer Schwarmstock wurde ausgeschaltet. Nur noch einer verbleibt, meine Krieger. Ist euer Begehr. So, einen müssen wir also noch erledigen. Wo ist denn der? Hier. Ne, da. Okay. Das lässt sich doch machen. Hier war ja nichts mehr, ne? Nein. Ihr seid auf mich angewiesen. Wie ihr befehlt. Vorerst. Kalt. So, die Stalker ziehen wir wieder nach hinten. Oh, hier kommen aber viel. Diese Brut handelt koordiniert. Das zeugt von einer Intelligenz jenseits verwilderter Zerg. Ihr habt recht, Ceratul. Es scheint, als stünden sie unter dem Einfluss einer unsichtbaren Macht. Wir müssen wachsam sein. Aha, hoffentlich nicht von Amon. Aber es steht immer noch verwilderte Zerg dran. Wir haben uns mit so einem Cast versehen hier, dass wir langsamer unterwegs sind. So, aber das war jetzt die letzte Brutstätte. Möge dies der erste Sieg von vielen weiteren sein. Ajur wird wieder uns gehören. Das wird es. Warum ist hier eigentlich so ein... Da kann man überhaupt nicht hin. Oder kommen wir da gleich am Ende noch hin? Wahrscheinlich kommen wir da am Ende noch hin, oder? Es wäre sonst irgendwie komisch, das da zu errichten. Oder war das die Stelle, wo die... Nee, ich glaube, da waren andere Protoss hingewarpt. Und das hat man am Anfang der Mission gesehen. Die letzte Verbindung liegt vor uns. Zeig den Mortal müssen wir bitte hier das fokussieren. Wenn wir die
die anderen Einheiten jetzt hier alles abwehren. Sehr gut. So, noch einmal kurz sammeln. Mir fehlen so ein bisschen die Sentries hier. Oh, fangen wir raus sogar. Ups, jetzt müssen wir hier gerade aufpassen. Hybriden. Sie waren es, die die Zergtod befehligt haben. Und ich habe kaum noch Anti-Air. Das hat leider dann zur Folge, dass ich gleich keine Lufteinheiten mehr angreifen kann. Ich muss mal eben hier gerade regenerieren mit einem Hitpoint. Das ist das Ende. Sehr gut. Haben wir das doch geschafft. So, und damit sollten wir es eigentlich geschafft haben hier. Die Warp-Verbindungen wurden. Ein bisschen mehr hatte ich aber schon noch. Unsere Jäger rücken jetzt auf die Oberfläche vor. Übernehmt das Kommando über die Invasion, Exekutorin. Zeratul, ihr und ich müssen die jüngsten Geschehnisse besprechen. Okay, für Ayur, Erfolg errungen. Einen Erfolg haben wir leider nicht geschaffen. Ganz oben auf der Karte verlieren sie weniger als 100 Einheiten. Gut, das... Ah, wobei, so weit weg waren wir da gar nicht. Aber das werde ich natürlich hier, ein Achievement, den wir auf normal erzielen sollten, werde ich hier auf brutal nicht erzielen können, das ist relativ klar. Wir haben 214 Einheiten befehligt, 129 verloren, 737 Zerg-Einheiten vernichtet, Kolosse haben davon 211 vernichtet und wir haben 100% des Kriechers entfernt. Das ist doch schon mal klasse. Aber ich würde sagen, das war's schon für diese Folge. Wir haben schon wieder das Ende erreicht. Beim nächsten Mal geht's dann weiter und wir werden hier uns darum kümmern, was denn Artanis und Selendis miteinander zu besprechen haben. Und hier oben rechts könnt ihr dann auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts könnt ihr dann auf die erste Folge des Multiplayers zu StarCraft II Legacy of the Void klicken. Auch sehr spannend. Da geht's natürlich erstmal um die Placement-Matches. Und ansonsten war's das für heute. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.